wie Sie gemerkt haben, haben auch wir unser Programm anpassen müssen in den letzten Tagen und Wochen. Live-Veranstaltungen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir möchten Ihnen aber weiter im Sinne des Bocelles Labs Grundfragen und aktuelle Fragen des digitalen Wandels nahebringen und sind dazu umgezogen aus dem Beta-Haus Hamburg hier in unser digitales Exil. Wir hoffen, dass wir sehr bald wieder auch im Beta-Haus Hamburg Veranstaltungen durchführen können und grüßen alle unsere Partner dort vor Ort, die im Moment den Laden, kann man so sagen, am Laufen halten. Auch wir gucken, dass wir ein tolles Angebot in den nächsten Wochen aufrechterhalten bzw. digital abbilden mit Lunch-Sessions wie dieser zu auch aktuellen Themen, die mit der Krise zu tun haben. In 2,5 Wochen werden wir mit Wolf Lotter, den viele von Ihnen als Kolumnist aus der Brand 1 kennen, sprechen über die Wissensgesellschaft, der wir ja in Deutschland vornehmlich gehören, im digitalen Wandel und in der Corona-Krise, welche Verantwortung uns als Wissensgesellschaft ganz besonders zukommen wird. Heute sprechen wir über ein sehr aktuelles Thema gleich, nämlich die Frage, wie unsere Grundrechte tangiert werden durch die aktuelle Krise. In anderen Ländern, aber auch in Deutschland, würden sehr viele Grundrechte im Moment tangiert. Auch ganz im Vordergrund steht die Frage jetzt um eine Tracking-App. Dazu werden wir gleich unsere Diskussion starten, die Christine Watti moderieren wird. Diese ganze Frage schließt an unsere Initiative der Zeitstiftung zu einer digitalen Grundrechtecharta, die Sie auch auf unserer Webseite sehen können, die wir ein Dokument, eine Aufforderung an die Politik, die wir seit 3 Jahren vorantreiben, wo es darum geht, wie wir unsere Grundrechte im digitalen Zeitalter besser schützen können, welche Erweiterungen wir eventuell brauchen. Und da passt dieses Thema heute sehr gut rein, weil auch in einer solchen Krise wir uns um diese Fragen Gedanken machen müssen, damit es am Ende nicht heißt Grundrechte versus Gesundheit, sondern im besten Falle wir beides miteinander verbinden können. Dazu haben wir ganz tolle, auch spontan zugesagte Expertinnen und Experten heute bekommen. Dr. Christiane Wogen, Professorin für Medizinethik an der Universität Köln und Co-Sprecherin der Datenethikkommission der Bundesregierung, Malte Spitz, Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin und Autor des Buches Was macht ihr mit meinen Daten? Auch Malte Spitz war beteiligt an dieser Grundrechtecharta-Verfassung. Und ebenso Michael Breidenbrücker, spontan dazugekommen, der ist Unternehmer und Co-Gründer einer Firma, die sich genau mit solchen App-Fragen beschäftigt. Nun wünsche ich uns eine ganz spannende Stunde Diskussion. Wie ich am Anfang gesagt habe, Frau Watti wird es auch gleich sagen, sind Sie im zweiten Teil eingeladen, mitzudiskutieren. Und hiermit übergebe ich an unsere Moderatorin Christine Watti vom Deutschlandfunk Kultur. Frau Watti, können Sie mich hören? Kann mich überhaupt jemand hören? Also ich kann Sie hören. Ich kann Sie auch sehr gut hören. Frau Watti, Sie müssen Ihr Mikrofon wieder anschalten. Ja, Entschuldigung, ich hatte hier ein anderes Problem. Ich bin also richtig, das ist ein richtig guter Einstieg. Ich habe nämlich vergessen, das Handy auszumachen. Das passierte Folgendes: Es hat jemand angerufen und das hätte jetzt gleich die ganze Runde hier aus, glaube ich, im Moment 91 anderen Teilnehmern mitgehört. Deswegen habe ich das schnell weggedrückt, mache jetzt auch das Telefon aus. Entschuldigung, das war ein bisschen dusselig, das habe ich nicht mitgedacht. So, ich bin Christine Watti, ich arbeite normalerweise beim Radio, vielleicht hat man das jetzt auch gemerkt, für Deutschlandfunk Kultur. Jetzt gerade also bin ich im Homeoffice. Normalerweise sitze ich auch manchmal noch im Funkhaus in Berlin. Wir gehen da manchmal tatsächlich noch hin. Und statt zu überlegen, was ich mir also für ein Podium heute Neutrales anziehe, habe ich mir stattdessen überlegt, wie ich meine Wohnung so neutral kleide, dass sie möglichst wenig über mich erzählt. Also Privatsphäre schützen im Homeoffice, das ist eines meiner Superskills, das mit dem Anrufen und dem Telefonieren und dem Computer noch nicht so. Das lerne ich noch. Außer es kommt gleich ein Kind rein, dem würde ich dann eine Decke über den Kopf werfen. Das ist nur so eine Anekdote aus Homeoffice-Hausen, in dem sich halt sehr viele Menschen gerade befinden. Es gibt natürlich riesige Themen, die alle umtreiben. Die Einschränkung der Grundrechte aktuell und möglicherweise eben auch in Zukunft, wenn Apps eingesetzt werden könnten, die zur Vorbeugung der Verbreitung des Coronavirus Handys tracken oder tracen. Unterschied klären wir auch gleich. Das sind natürlich alle Grundrechte, Fragen, die sich gerade so stellen, sind, glaube ich, deshalb so spannend,
weil sie einerseits aktuell aufregend sind und man darüber diskutieren muss, aber weil immer daran hängt die Frage, was passiert denn damit mit diesen Änderungen oder Einschränkungen, wenn irgendwann diese Pandemie im Griff ist und wir aber alle schon längst gelernt haben, uns mit gewissen Einschränkungen zu arrangieren oder die vielleicht gar nicht mehr so einfach zurückzudrehen sind. Deswegen unter anderem finde ich natürlich auch selbst höchstpersönlich, also nicht nur als Moderatorin dieser Veranstaltung, die Themen so aufregend und freue mich genauso, wie Daniel Oppers gerade schon gesagt hat, dass all die tollen Gäste da sind. Christiane Wopen, ich muss jetzt gar nicht alle Funktionen nochmal nennen, das hat Daniel Oppers schon freundlicherweise übernommen, Malte Spitz und Michael Breidenbrücker. Und wir haben gedacht, dass wir natürlich über die Grundrechte sprechen und die Situation, aber dass wir wirklich richtig aktuell anfangen mit allen Überlegungen, die sich rund um eine oder viele Apps drehen, die man einsetzen könnte, um tatsächlich das Coronavirus irgendwie in den Griff zu kriegen. Ich formuliere das absichtlich so unwissenschaftlich und unpräzise, weil das, glaube ich, auch eine der Fragen ist, was Apps in diesem Fall eigentlich überhaupt tun könnten. Gestern hat das Robert-Koch-Institut eine digitale Datensammelmaßnahme vorgestellt, die App Corona-Datenspende, die aus Gesundheitsdaten, aus Fitness-Trackern und Smartwatches, also beziehungsweise diese Gesundheitsdaten auslesen und auswerten möchte, freiwillig. Ich glaube, die Ansage war, wir brauchen so 10.000 Menschen, die diese App runterladen. Ich glaube, bis gestern Abend zumindest, als ich geguckt habe, waren es 50.000, die sofort mitgemacht haben. Es liegt vermeintlich auf der Hand, dass man über gesammelte Daten dem Virus irgendwie auf die Schliche kommt und solche Infektionsverbreitungsketten zumindest nachvollziehen kann. So aus Laiensicht gesagt. Die erste Frage geht in diesem ganzen Zusammenhang an Christiane Wopen. Inwieweit beschäftigen Sie solche App-Entwicklungen eigentlich derzeit? Also sehen Sie irgendwelche hilfreichen Maßnahmen kommen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus? Ja, kann man mich hören? Ja. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ja. Ich halte die technologischen Unterstützungen, um jetzt mit der Pandemie irgendwie zurechtzukommen und die Zukunft gut zu gestalten, für sehr wichtig. Ich halte aber die Art und Weise, wie derzeit darüber diskutiert wird, für ausgesprochen verwirrend. So eine App, es wird immer von der App gesprochen, es gibt viele Apps. Ich meine, wir hatten diesen hochbeeindruckenden Wir versus Virus-Hackathon, wo sich viele Frau Wopen, wir können Sie leider nicht mehr hören. Jemand hat Sie stumm geschaltet. Vielleicht können Sie sich wieder aktivieren. Danke. Ja, alles klar. Danke. Also ich glaube, man muss 7 Zwecke unterscheiden, damit diese Diskussion nicht völlig wirr wird. Ja, für das Individuum könnte eine App zur Diagnostik dienen, zu einer therapeutischen Begleitung und auch zur Prävention. Ja, das muss man alles im Einzelnen diskutieren. Und im öffentlichen Raum gibt es solche Apps, zum Beispiel für Forschungszwecke, also Daten sammeln. Es gibt sie auch zu präventiven Zwecken. In einem Land gibt es so eine App, um sich Zugang zu Gebäuden zu verschaffen, weil nachgewiesenermaßen eine Immunität vorliegt. Oder es kann natürlich auch zur Kontrolle bei Quarantäne eingesetzt werden. Alle diese Dinge muss man unterscheiden und im Einzelnen gründlich durchdiskutiert. Mir fehlt im Moment bei dieser App-Diskussion wirklich, dass man die Dinge bis zu Ende denkt. Die Datenethikkommission, letzter Satz, hat einen Ethics-by-Design-Ansatz empfohlen, nicht jetzt für Corona, aber für alle technologischen Entwicklungen. Und das wäre hier jetzt mal dringend angeraten, das zur Geltung zu bringen. Malte Spitz, Sie haben neulich einen Essay oder einen Statement-Beitrag veröffentlicht, zusammen mit Konstantin von Notz, in dem Sie sich eigentlich unter gewissen Voraussetzungen für die Verbreitung einer solchen App und jetzt, deswegen kann ich da, glaube ich, ganz gut einhaken, ausgesprochen haben. Da war aber auch relativ schwammig formuliert, um welche App es sich handelt. Um eine App, um eine zentrale App oder um was für eine Sorte von App denn eigentlich? Also wo könnten Sie sich vorstellen, dass sowas vielleicht unterstützenswert sein sollte unter gewissen Voraussetzungen? Die können wir noch besprechen. Aber was genau meinten Sie damit? Genau. Vorschlag war, dass man eine App einsetzt, um diese ganze Unterstützung zu erhalten im Bereich Tracing, also
Verfolgung, sprich, wenn eine infizierte Person, also nachweislich infiziert, in den letzten 10 Tagen, 12 Tagen, 14 Tagen einen intensiveren Austausch hatte mit einer zweiten quasi Person, beziehungsweise weiteren Person, dass dann im Zweifel einen Hinweis ausgeschickt wird an die Betroffenen mit dieser Aussage, hey, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht infiziert bist. Achte darauf, achte auf Symptome. Bleib erstmal zu Hause oder hole dir eine quasi Unterstützung, beispielsweise vom Arzt oder von entsprechenden Gesundheitseinrichtungen. Das ist natürlich im kleinen Kreis eh möglich, wenn mein Ehepartner zum Beispiel infiziert ist, wenn Kollegen infiziert sind, kriegt man es in der Regel relativ zeitnah mit. Aber es gibt natürlich auch die Situation, dass man mit jemandem eine halbe Stunde im Zug fährt. Kleines Abteil zum Beispiel, und wo dann schon eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass man sich anstecken könnte. Und das ist sowas, wo ich glaube, dass eine App helfen kann, vor allem bei diesen unbekannten Kontakten. Und das ist, glaube ich, vor allem wirklich hilfreich, wenn wir aus der aktuellen Situation wieder hochfahren, sprich, wir nicht mehr vor allem zu Hause bleiben, sondern wenn wir wieder unseren üblichen Alltag aufnehmen, wir vielleicht Zug fahren, zur Arbeit gehen, wo dann eine, sag mal, solche schnellen Nachverfolgung, glaube ich, hilfreich ist. Michael Breidenbrücker, wenn man das jetzt mal als Grundlage nimmt, was Malte Spitz gerade gesagt hat, dass es tatsächlich eben auch unbekannte Kontakte und einfach Kontakte schneller transparentisiert und damit natürlich auch diese Menschen sich schneller informieren lässt, dann braucht man natürlich aber eine App, wenn man auf diesem Gedanken weiterdenkt, dass das wirklich hilfreich ist. Ich mache das immer so ein bisschen in kursiv, weil das vielleicht noch gar nicht so ganz raus ist, wie viel es denn hilft und wie viel schneller dann diese Informationskette läuft, als wenn man selber Kontakt aufnimmt zu den Menschen, die man getroffen hat. Also bei diesen ganzen Konjunktiven nehmen wir an, das macht Sinn und ergibt aus wissenschaftlicher Perspektive wirklich Sinn, um die Pandemie einzuhegen. Was sind in Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Entwicklung einer solchen App? Also um tatsächlich, Sie arbeiten für ein Unternehmen, das dezentrale Datenspeicherungsmaßnahmen entwickelt. Damit ist natürlich vielleicht ein bisschen was von der Antwort schon drin. Es geht natürlich darum, dass diese Daten, die dabei entstehen, nicht einfach irgendwo zentral gespeichert werden und bei Millionen von Menschen, deren Wege in der Stadt, in der Welt und so weiter nachvollziehbar werden lassen. Was müsste man denn noch bedenken? Also ich glaube, die Macher dieser Apps und die Initiativen, die ich jetzt kenne, mit denen ich konfrontiert bin, die haben sich da schon sehr viel überlegt. Also der Standard im Vergleich zu den der derzeitigen auch GDPR, also Privacy Rights Legislative, ist tatsächlich sehr hoch. Also da werden, das ist schon top of the top, was ich da sehe. In Österreich beispielsweise hat das Rote Kreuz eine Corona-Tracking-App oder Tracing-App vielleicht besser entwickelt. Und wie gesagt, da wird sehr viel, sehr Gutes gemacht, jetzt einfach auf sozusagen der handwerklichen Ebene. Allerdings gibt es natürlich auch hier Aspekte, damit man dann mit diesen Daten vernünftig arbeiten kann, beziehungsweise damit diese Kontaktkette nachverfolgt werden kann, sind auch diese Apps und diese Initiativen darauf angewiesen, dass Teile der Daten unter Umständen zentralisiert sozusagen verarbeitet werden. Und auch dort, so wie ich das sehe, gibt es sehr hohe Standards, was eben auch den Schutz unserer Privatsphäre und auch der Grundrechte angeht.
Allerdings, glaube ich, gibt es hier auch im Rahmen des öffentlichen Responses, also was wir jetzt gerade auch sehen, wie wir persönlich auf sozusagen zentralisierte Technologien reagieren, einen sehr großen Backlash sozusagen. Also in dem Moment, wo du als so quasi Konsument erfährst, oh, meine Daten liegen unter Umständen irgendwo zentralisiert, glaube ich, hat das einfach schon mal ein bisschen einen negativen Touch. Und das hindert vor allem, glaube ich, die Adaption solcher Applikationen. Und diese zentralisierte Verarbeitung, das muss nicht so sein. Und da haben Sie ja schon gesagt, wo wir sozusagen aktiv sind. Aber ich finde, da könnte eben auch und da sollte auch die Politik im Vorfeld aktiv sein und Infrastrukturen schaffen, gerade auf EU-Ebene, die diese dezentralisierte Verarbeitung von personalisierten Daten unterstützen. In Wirklichkeit möchte man durch jedes Land separat seine zentralisierte Datenverarbeitung. Und das ist ein Problem. Das hindert uns. Frau Wuppen, ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir noch nicht genügend Ordnung in diese App-Frage reingekriegt an dieser Stelle, aber zumindest offenbar reden alle eben über die App oder irgendeine App, die eben diese Verbreitungswege nachvollziehbar macht. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen das, was, glaube ich, auf der Hand liegt in dieser aktuellen Diskussion. Ich weiß jetzt nicht genau, unter welche der 7 Eigenschaften einer App es ganz genau dann passt, weil es, glaube ich, ja präventiv ist für einen selber dann doch auch schon und in der gleichzeitigen ganz großen, und das hörte man ja auch von verschiedenen wissenschaftlichen Menschen oder wie zum Beispiel Dr. Drosten, der das in seinem Podcast auch nochmal unterstrichen hat, dass es tatsächlich zumindest interessant wäre, auch aus wissenschaftlicher Sicht eben nachvollziehen zu können, wie dieses Virus gerade läuft. Jetzt, wie gesagt, wir haben es noch nicht so richtig aufgeräumt, aber unter dieser Voraussetzung, unter der wir jetzt gerade sprechen, macht es dann schon ein bisschen mehr Sinn, über so eine App nachzudenken. Und zweite Frage gleich hinterher, wenn man sich so schwer ins Wort fallen kann, vielleicht können Sie da auch in dem Zusammenhang auch noch was über die Corona-Datenspende des Robert-Koch-Instituts sagen, wie Sie das dann einschätzen im Rahmen dieser Entwicklung. Also Infektionswege nachzuvollziehen und dazu Daten zu sammeln, hat erstmal einen forscherischen Zweck. Ja, und das ist gerechtfertigt. Je mehr wir über dieses Virus und die Ausbreitung erfahren, desto zielgerichteter können wir ja tatsächlich dann Maßnahmen entwickeln, um dieser Ausbreitung entgegenzuwirken. Dazu muss man sich dann halt nur im Detail anschauen, ob man wirklich die Daten bekommt, die zu wissenschaftlich fundierten Aussagen beitragen. Andere Frage. Aber es folgt im Moment erstmal nichts daraus, jedenfalls sehe ich das in der Kommunikation nicht, was dem Einzelnen tatsächlich nutzt. Die zweite Frage, die Sie stellen, diese App des Robert-Koch-Instituts, ist mir jetzt aus der Darstellung auf der Homepage auch noch nicht so richtig deutlich geworden. Zum einen hat sich ja die Datenethikkommission auch gegen den Begriff der Datenspende gewehrt, weil man Daten nicht spendet wie Geld oder Organe. Man kann darüber weiter vielfach verfügen. Es ist nicht weg einfach. Es ist jetzt auch kein Akt der Barmherzigkeit, der Großzügigkeit oder so etwas. Also da muss man immer schon mal schauen, wie man drüber spricht. Und das, was dort steht, was gemessen wird, das Schlafverhalten, der Ruhepuls etc., das ist bei so vielen Dingen verändert, dass ich nicht weiß, wie zielgenau man damit tatsächlich solche Menschen erfasst, die möglicherweise in Gefahr sind, an Corona erkrankt zu sein. Außerdem wissen wir auch, dass Fitness-Tracker und Ähnliches zum Teil grottenschlechte Daten liefern. Also, und das wird dann ausgewertet. Also ich habe da viele, viele Fragen, sagen wir mal so, an diese App. Um jetzt aber mal diese Brücke zu den Grundrechten vielleicht ganz kurz einzuführen. Es geht ja darum, inwiefern greift eine solche App, zu welchem Zweck jetzt auch immer, in die Grundrechte ein. Da haben wir die Datenschutzgrundverordnung. Diese PPT ist und in der Hinsicht jedenfalls, denke ich, sehr gut aufgestellt. Und wir müssen uns nur klar machen, dass die Grundrechtseinschränkungen, die wir derzeit haben in Religionsausübung, Versammlungsfreiheit, Bewegungsfreiheit und so weiter, dass die ganz erheblich sind. Und dass man ein milderes Mittel ja vorziehen muss. Wenn man also eine selbstbestimmte Nutzung einer solchen App einsetzen könnte, um andere Freiheiten wieder in größerem Umfang zu ermöglichen, dann wäre das jedenfalls der geringere
Eingriff, falls es überhaupt ein Eingriff ist. Und insofern finde ich, sind diese Abwägungen jetzt ganz wichtig zu tun. Also die Abwägung bestimmt auf jeden Fall. Wie fühlt sich das aber an oder wie stellt sich das da mal, nicht wie fühlt sich das an, Quatschfrage, aber wie stellt sich das da, wenn man trotzdem feststellt, Malte Spitz, dass man gar nicht mehr richtig, wir sind hier gar nicht mehr auf dieser Abwägungsposition, sondern dadurch, dass jetzt schon Dinge entwickelt werden oder entstehen oder darüber diskutiert wird und verschiedene Menschen miteinander zumindest im Gespräch sind, wahrscheinlich verschiedene Startups oder Entwicklerunternehmen mit wiederum, weiß ich auch nicht genau, wo da überall gerade an Apps rumgebastelt wird, müsste man nicht nochmal diese Abwägung deutlicher treffen, bevor man tatsächlich anfängt, über das Wesen oder die Eigenschaften einer solchen App überhaupt zu sprechen. Weil natürlich ist klar, wenn Menschen wie Sie und so weiter sich äußern und sagen, unter gewissen Umständen könnte man so eine App befürworten, habe ich immer noch ein bisschen das Gefühl, ist es der zweite Schritt vor dem ersten? Nein, ich glaube schon, dass es jetzt aktuell erstmal wichtig ist, aufzuzeigen, dass es Konzepte gibt, die zum einen wirklich eine Auswirkung haben, also in der aktuellen Zeit helfen können, und zweitens Konzepte sind, wenn man sie denn auch so im Alltag dann einsetzt und in die App quasi überführt, dass sie, glaube ich, auch aus meiner Sicht quasi unter Fragen des Datenschutzes in Ordnung sind, aber es hängt halt wirklich von der Ausgestaltung ab. Und aktuell haben wir noch eine, sag mal, Situation auch mit dem europäischen Vorschlag, der vor einer Woche vorgestellt wurde, dass man erstmal sagen könnte, ja, das ist möglich, also dass es quasi funktioniert, und ja, es ist auch möglich, dass es den Anforderungen, die man insgesamt hat, erstmal quasi hinhaut, dass man eine solche App installiert. Spannend wird es natürlich jetzt im zweiten Schritt, wo es darum geht, ob eine App auch wirklich so umgesetzt wird. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe, weil man natürlich da an total vielen Fragestellungen eine Abwägung vornehmen muss. Wir hatten schon eben eine Frage, sollte man entsprechende Informationen zentral speichern? Sollte es bloß auf den Endgeräten bleiben? Und. Es gibt da x Fragestellungen, wo man dann wiederum dann draufschauen muss, ob die dann entsprechende App, die dann vielleicht in einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen in den App Stores steht, auch all diesen Ansätzen, all diesen Grundgedanken Folge leistet, oder ob die Umsetzung schlecht ist, was dann, glaube ich, im zweiten Schritt dazu führen würde, dass die Akzeptanz eher klein ist, und dann, glaube ich, ein solcher Einsatz im Zweifel halt auch nicht etwas bringen wird, wenn vielleicht nur 10% überhaupt einsetzen würden. Genau, ich glaube, man braucht natürlich eben, das ist ja eh klar als Voraussetzung, ohne da jetzt weiter ins Detail der App zu gehen, aber natürlich eine ganz große Masse an Menschen, die überhaupt mitmachen, damit das möglicherweise dann auch größere Erfolge hat. Ich habe immer in der Moderationsvorbereitung gedacht,
ja, schade, dass wir nicht noch jemanden in der Runde haben vom, und dann dachte ich immer so, vom was denn eigentlich? Und dann fiel mir irgendwann ein, dass ich eigentlich die ganze Zeit in meinem Kopf jemanden gesucht habe, wie von diesem immer wieder mal inzwischen schon so scherzhaft zitierten Digitalministerium oder irgendeine Person, bei der man weiß, ah, okay, da ist sowas dann vielleicht angesiedelt. Also es gibt jetzt schon Leitartikler, die natürlich schreiben, okay, wenn so eine App kommt, dann muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass die digitalen Grundrechte bewahrt werden, und dann gibt quasi Shoutout gleich an Chaos Computer Club oder Netzpolitik und so weiter. Also es wird sozusagen, es ist klar, dass dann werden die zivilgesellschaftlichen Institutionen gleich auf den Plan gerufen. Ihr müsst dann drauf aufpassen, weil es eigentlich überhaupt nicht klar ist, wo denn überhaupt so eine Entwicklung stattfinden könnte, wo dann genau diese Abwägung, von der Sie, Frau Wuppen, gesprochen haben, denn getan werden würde und wer denn tatsächlich dann so guckt, dass das quasi fast wie so ein Label kriegt, dass man hinterher weiß, aha, diese App ist wirklich okay, da haben, also das ist das Ding, mit dem ich mein, dass ich mir auf mein Telefon drauf tun kann, und da weiß ich dann sicher, da steht der Minister, die Ministerin XY davor. Vielleicht ist es ein bisschen oldschool gedacht, dass man so jemanden braucht, der darauf guckt. Aber in dieser ganzen Digitalisierungs-Durcheinander-Welt finde ich das tatsächlich schwierig, über die App zu reden, wenn man am Ende nicht so genau weiß, wer wäre denn dafür zuständig? Wer entwickelt denn dann sowas? Oder ist das tatsächlich eine überflüssige Frage, weil man braucht gar nicht eine Stelle, die da drauf guckt? Wie sehen Sie das, Frau Wuppen? Also wir haben ja unsere Mechanismen, mit Technologie umzugehen. Es kann ja als App jeder entwickeln, was er möchte, aber er muss natürlich Standards einhalten. Das ist ja nicht so, als hätten wir sie nicht. Wir haben jetzt halt in der Pandemiesituation einen anderen Druck da drin und auch andere Player, die da im Vordergrund stehen. Da es sich hier um Gesundheitsfragen handelt, ist das Robert-Koch-Institut und das Bundesgesundheitsministerium natürlich an erster Stelle. Wir haben mit Herrn Ludewig jemanden im Ministerium, der als Abteilungsleiter da natürlich auch eine große Rolle spielen kann. Insofern sehe ich da, also mein Problem mit den Strukturen, die wir im Moment in der Politik haben, um diese Pandemie zu bewältigen, sind eher etwas andere. Ich finde, dass auf der Ebene jedes Bundeslandes und auch auf der Bundesebene jetzt ein breit interdisziplinär aufgestelltes Gremium eingerichtet werden muss, so ähnlich wie Ministerpräsident Laschet ein solches eingerichtet hat, wo jetzt über diese schrittweise und risikoadaptierte Öffnung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen und privaten Lebens wieder nachgedacht wird, wo solche Schritte definiert werden. Das hielte ich jetzt für das Gebot der Stunde, und da wäre ein Teil diese App oder diese Apps zu unterschiedlichen Zwecken. Ich schalte mich mal ganz kurz an dieser Stelle ein, Christine Watti, weil ich auf den Chatverlauf hinweisen möchte, der jetzt auch angefangen hat, Fragen zu produzieren, auch gerade passend genau dazu, nämlich die Frage, Ansprechpartner, ist die nationale Ebene überhaupt hier die richtige Ebene, über die wir diskutieren sollten? Das Virus, haben wir ja gelernt, ist in China ausgebrochen, macht vor Grenzen eben keinen Halt, auch wenn wir einige Grenzen gerade sperren. Müssen wir nicht mindestens über eine europäische Lösung, wenn nicht eine globale Lösung, nachdenken? Und eine ganz kurze technische Anmerkung an alle Zuhörer: Bitte schalten Sie nicht die Option Bildschirm teilen ein. Das bedeutet nämlich, dass wir Ihren Desktop sehen, und das möchten Sie nicht unbedingt. Herzlichen Dank. Damit gebe ich zurück. Darf ich dazu direkt? Ja, aber die Frage, achso, natürlich, klar, bitte, gerne Sie. Ich wollte das dann, Herr Breidenbrücker, glaube ich, hat dazu auch was zu sagen, weil da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, aber bitte, Frau Wuppen, natürlich. Ja, nur ganz kurz, weil ich ja Vorsitzende des Europäischen Ethikrates bin, der die Europäische Kommission auch berät, und wir haben am 1. April eine Kurzstellungnahme herausgegeben, in der wir genau auch diese Entwicklung technologischer Lösungen auf europäischer Ebene empfehlen. Natürlich wäre es gut, wenn jetzt hier auch Europa als ein Europa handelt und wir abgesehen von bestimmten lokalen Lösungen eine europäische Gesamtstrategie haben, um die Technologie zur Eindämmung der Epidemie einzusetzen. Ist möglicherweise, also das wäre natürlich super, das wäre aber in sehr, sehr vielen Bereichen unseres Lebens super, wenn Europa als ein Europa handeln würde. Und wobei es könnte natürlich sein, man könnte vielleicht denken, okay, die Pandemiesituation ist so extraordinär, dass dann es vielleicht mal funktioniert. Ich habe im Vorgespräch tatsächlich mit Michael Breidenbrücker auch kurz darüber geredet. Der hat aber, da war das Vorgespräch sehr kurz zu Ende nach dieser Frage, weil er ziemlich schnell gesagt hat, ja, so ist die Welt halt nicht. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja. Kann man sagen, ja.
Ich finde, wir haben halt, ich meine, man muss da ein bisschen sozusagen in die Tiefe gehen, beziehungsweise sich vielleicht auch ein bisschen mit den technischen Realitäten sozusagen auseinandersetzen. Und ich finde, dass das Gute an Technologie ist, wenn wir jetzt sagen, eine Corona, da denkt man, irgendwas ist fix und fertig, das hält man in den Händen, ist auf dem Telefon und erzählt, der hat es mehr gemacht und fertig. Aber die Realität ist halt eigentlich eine andere und da finde ich eben so Initiativen, die schon angesprochen wurden von Frau Wopen, sehr interessant, eben diese PPT, die wirklich auf europäischer Ebene versuchen, hier einfach sozusagen ein Framework an Technologien zur Verfügung zu stellen, an mögliche App-Developer. Nur ganz kurz dazwischen gehackt, weil wir haben jetzt schon mal PPT so oft erwähnt und ich habe es nicht erklärt. Und wenn Sie es gerade noch mal erwähnen, vielleicht anderthalb Sätze dazu für alle, die an der Diskussion teilnehmen und vielleicht nicht jede App-Entwicklung mitbekommen haben. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz, ganz kurz was dazu sagen, jetzt nicht in die Inhalte der App, aber was das für eine aus, glaube ich, 130 verschiedenen Menschen bestehende Initiative ist, die tatsächlich europäisch funktioniert. Ja, also nur ganz kurz erzählt, sozusagen PPT. Eben eine Initiative auf europäischer Ebene, die jetzt hingegangen sind und wirklich sozusagen versucht haben, einen Standard für genau diese Tracking- oder Tracing-App zu definieren. Und diesen Standard eben auch deswegen, damit es eben einen internationalen Austausch sozusagen ermöglicht. Denn eben das ist natürlich das große Thema, dass Menschen ja auch mit anderen Menschen, die unter Umständen nicht aus derselben Nation kommen, in Kontakt. Da gibt es diese Handshake-Protokolle, damit die Telefone miteinander, die Architektur, wie man so eine App aufbauen kann, aber eben auch sozusagen dieses Backend, wie man diese Daten dann wirklich über Server sozusagen austauschen kann und dann national darauf reagieren kann. Das mal so grob gesprochen. Ja. Und das finde ich natürlich eine super, super Initiative und ich denke, so kann das auch gehen. Ja. Also was kann auch die Funktion der EU hier sein? Denn nicht nur unbedingt hier zu sagen, hier gibt es Legislative, hier gibt es irgendwelche Gesetze, hier gibt es irgendwelche Richtlinien, die zu befolgen sind, sondern eigentlich könnte man da tatsächlich viel mehr tun und wirklich auch technische Frameworks schaffen. Und das sehen wir am PPT, die wirklich den internationalen Datenaustausch fördern. Wie die dann angenommen werden von den einzelnen Staaten oder auch App-Developer und so weiter, das ist natürlich völlig offen. Ja? Aber man kann eben da auch dann die Daten wirklich mit einem gemeinsamen Backend auch wieder auf internationaler Ebene viel besser sozusagen zur Verfügung stellen. Sehr gut. Ich war ganz kurz irritiert, aber das habt ihr, Daniel Opper und mir, im Blick. Gab es jetzt sofort da gleich eine Anmerkung noch im Chat? Das ploppte hier nur so auf und ich war zu spät. Weil das sah so aus, mehr Infos und so weiter. Naja, gut, okay, ich nehme das zurück. Wir machen einfach weiter. Was ja, also wir, um jetzt nicht nur bei der App-Frage zu bleiben, also die eben die Grundrechte ja eben auch betrifft, vielleicht können wir auf dieses Thema an dieser Stelle nochmal gehen. Also Frau Wuppmann hat ja vorhin schon eben genau das Problem oder so auf den Punkt gebracht oder die Diskussion, um die sich immer am Ende drehen muss, wie kann man abwägen, welche Grundrechte eingeschränkt bleiben müssen oder wie kann man etwas anderes erfinden, was zumindest diese Einschränkung wieder ein bisschen aufheben kann. Was sind denn da aus Ihrer Sicht, Frau Wuppmann, im Moment die wichtigsten Punkte, über die man nachdenken muss, wenn man vielleicht auch einen Schritt, also ich glaube, das App-Thema ist weiter interessant und daran lässt sich viel erzählen, aber vielleicht davon nochmal einen Schritt zurückgeht, wenn man aber auf die aktuelle Situation jetzt in Deutschland guckt, meinetwegen gerne auch im Vergleich natürlich mit anderen Ländern. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt eben tatsächlich eine schrittweise und risikoadaptierte Strategie zu entwickeln, wie man aus dieser Einschränkung von Grundrechten wieder rauskommt, wie man das wieder öffnet. Und es gibt eine Gruppe, die koordiniert wurde von den Professoren Fust und Lohse, die ganz interdisziplinär und breit aufgestellt war mit Soziologie, Ethik und so weiter, die Vorschläge dafür entwickelt hat. Die findet man im Internet.
Und wir haben 4 Kriterien identifiziert, wo wir sagen, wenn man das im Blick hat und dann sowohl die medizinischen als auch die gesundheitlichen und die wirtschaftlichen Risiken breit im Blick hat, dann kann man definieren, wie man, ohne jetzt viele Menschen zu gefährden, schwer zu erkranken, dann zu versterben oder vielleicht das Gesundheitssystem auch zu überlasten, wie man also dann die Bereiche wieder öffnen kann. Und diese Kriterien richten sich nach dem Risiko, sich anzustecken. Das ist in Bereichen, wo viele Menschen aufeinander hocken, natürlich ganz anders als in Bereichen, wo man viel Abstand wahren kann. Das zweite ist das Risiko, schwer zu erkranken. Hier muss man also möglicherweise nach bestimmten Bevölkerungsgruppen unterscheiden, also auch solchen, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, weil sie vorerkrankt sind. Das dritte Kriterium ist die Relevanz fürs gesellschaftliche und öffentliche Leben. Da würde ich jetzt mal etwas mutig behaupten, dass Schulen wichtiger sind als Nachtclubs. Und der vierte Bereich ist die Möglichkeit, auch Schutzmaßnahmen umzusetzen. Und durch das Tragen von den Masken, ich verstehe diese Diskussion über die Maskenpflicht nicht, natürlich ist es sinnvoll, Masken zu tragen. Also Masken, Abstand halten, Schutzvorkehrungen wie Plastikwände, Plastikstücke zwischen bestimmte Arbeitsplätze zu bauen etc., wie man das umsetzen kann. Und natürlich müssen wir massiv die Testkapazitäten, die Maskenproduktion etc. erhöhen. Das ist also ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Da können diese Apps auch eine Rolle spielen. Aber wenn man diese 4 Kriterien mal kontinuierlich im Blick hätte, dann könnte man gut irgendwann für die Zukunft diese Schritte jetzt schon überlegen. Hm. Ich habe gar, mein Mikro war gar nicht aus, Verzeihung, fällt mir gerade auf. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe jetzt nicht so reingeschnauft in Ihre Antwort. Wenn man schon in die Zukunft reinguckt, und das sind ja, das habe ich am Anfang versucht anzudeuten, finde ich zumindest ja die interessanten Fragen gerade, weil alles, was passiert, passiert eben nicht nur für diesen möglicherweise lange dauernden Zeitraum dieser Pandemie, sondern tatsächlich auch eben für darüber hinaus. Also alles, was angetastet wird, muss wieder zurückgedreht werden oder eben auch nicht. In dieser ganzen App-Diskussion, Malte Spitz, geht es eben auch um digitale Freiheitsrechte. Über die wird natürlich immer diskutiert, aber vielleicht nicht so deutlich und massiv wie jetzt im Moment. Also sie werden quasi wieder, Entwicklungen und Gedanken, die dazu getätigt wurden, werden wieder rausgeholt und anhand der Überlegungen für diese App durchdekliniert nochmal. Genauso steht auch zum Beispiel im Raum, dass man vielleicht auch so ein Label oder eine Zertifizierung bräuchte. Ich glaube, hat der Chaos Computer Club zum Beispiel gesagt, sie machen nur Empfehlungen, aber sie werden nie im Leben so eine App tatsächlich mit einer Art von Label oder sowas versehen. Aber heißt es eigentlich auch, dass, um irgendwas vielleicht ein bisschen zynisch positiv zu sehen, dass genau diese Fragen, die ja jahrzehntelang dann wieder unter den Teppich gekehrt wurden, zumindest in vielen Bereichen unseres digitalen Lebens, dass sie wieder da sind, dass man damit zumindest vielleicht auch irgendwas anfangen kann, was ausnahmsweise nicht nach der Pandemie wieder zurückgedreht werden muss, sondern was endlich mal auf dem Tisch ist, weil wir uns, das, also das große gesellschaftliche Wir, uns fragen müssen, wie gehen wir eigentlich mit diesen digitalen Freiheitsrechten um üblicherweise. Ja, ich glaube, die spannende Situation ist ja eigentlich aktuell, dass wir eine Einschränkung haben von total vielen Freiheitsrechten. Das ist ja nicht nur das eine Freiheitsrecht, was eingeschränkt ist, sondern es gibt x Freiheitsrechte, die gerade eingeschnitten sind. Und das Spannende ist, glaube ich, jetzt in der aktuellen Situation halt abzuwägen. Und da, glaube ich, wäre es jetzt falsch zu sagen, dass zum Beispiel in Anführungszeichen zum Beispiel digitale Freiheitsrechte super wichtig sind und dann wiederum Freiheitsrechte wie zum Beispiel Reisefreiheit und kleiner wichtig sind, in Anführungszeichen. Und das ist, glaube ich, was jetzt gerade eigentlich das, sag mal, Spannende ist, dass man mal schaut, welche Einschränkung hilft überhaupt was, und Einschränkung, wo man jetzt vielleicht auch nach einer Woche, 2 Wochen, 8 Wochen dann feststellt, hilft eigentlich gar nicht total viel, solche Einschränkungen aufzulösen. Und das war eigentlich nur mein Argument auch vorhin bezüglich einer App,
wo ich glaube, dass man eine App ohne starke Einschränkung von eigenen Freiheitsrechten hinbekommen könnte, aber im gleichen Zug die Einschränkung aktueller Freiheitsrechte zum Beispiel auflösen könnte, sprich am quasi Schluss hätten wir quasi mehr Freiheit als vorher, und das ist, glaube ich, was hilfreich wäre. Aber das ist, wie gesagt, eine Abwägungsfrage. Und ich muss sagen, dass man ja aktuell auch ein bisschen sieht, dass wir etwas unvorbereitet waren als Staat, muss man sagen. Dass man erstmal so ein bisschen aktionistisch quasi vorgegangen ist, dass man vielleicht bestimmte Pläne nicht hatte und dass man gerade noch in so einer Ausprobierphase ist, was natürlich heikel ist, wenn man ausprobiert, welche Freiheitsrechte man einschränkt. Und aus dem Grunde ist auch meine Forderung oder auch von uns die Forderung, dass man wirklich, wirklich zeitnah entsprechende Einschränkungen wieder aufhebt. Und wenn man es gleichzeitig noch hinbekommt, wie zum Beispiel mit einer App, dass das dann trotzdem das Infektionsrisiko klein bleibt, wäre das natürlich eine optimale Situation. Dürfte ich mal kurz in die Runde fragen, wissen wir, welche Rechte werden durch die App über... Was sind da überhaupt die Themen jetzt mit so einer App, mit beispielsweise der Tracing-App? Kannst du nochmal, du musst die Frage, glaube ich, nochmal stellen, zumindest auf meiner Seite hat es genau gehakt, als du gesagt hast, ich wollte mal was fragen, und dann war ja so ein Aussetzer, vielleicht nochmal bitte. Ja, meine Frage war, könnt ihr mir sagen, genau welche Rechte werden durch eine Tracking-App jetzt beispielsweise eingeschränkt? Was sind das für Rechte, die dort eingeschränkt werden? Ganz konkret jetzt. Malte? Ich würde dazu sagen, es hängt halt von der App ab. Aber ich würde schon sagen, dass es je nach Ausgestaltung schon um die informationelle Selbstbestimmung geht, weil natürlich die Frage ist, sind die Daten nur pseudonymisiert oder sind sie wirklich so abstrahiert, dass überhaupt gar keine Zuordnung mehr zu einzelnen Individuen, zu einzelnen Endgeräten stattfinden kann, beziehungsweise Endgeräten, die dann wiederum Individuen zugeordnet werden kann. Ich glaube, dass die aktuelle Konzeptionierung das eigentlich ordentlich auflöst. Aus dem Grunde habe ich da, wie gesagt, eine Hoffnung drin, aber es hängt halt total von der Ausgestaltung ab. Und da ist, das ist dann so eine Frage, ob das Matching von zum Beispiel Infizierten zu Kontaktpersonen zentral stattfindet auf einem zentralen Server oder ob das auf den einzelnen Endgeräten stattfindet. Da gibt es Abwägungsfragen, wo es auch überhaupt keine einfache Antwort drauf gibt, aber ich glaube, dass das schon im Zweifel auch eine Einschränkung sein kann von der informationellen Selbstbestimmung, aber das ist ja nicht zwingend schlecht, weil nicht eine Einschränkung ist ja nicht quasi generell schlecht, sondern bloß sag mal, schlecht, wenn sie unverhältnismäßig ist. Also ja, ich bin ja kein Rechtsexperte, insofern ist es schwierig für mich, das zu beurteilen. Nur ich sehe jetzt halt gerade auch in Österreich, wo wirklich
massenweise neue Gesetze jetzt durch das Parlament gepeitscht wurden, die massiv unsere Grundrechte beeinflussen, den Reisefreiheit etc., irgendwie die Grenzen werden dicht gemacht etc. Ich fühle mich wirklich, also sozusagen von der aktuellen Situation bedroht, einmal natürlich vom Virus und auf der anderen Seite aber durch genau diese neuen Gesetze, ja. Und im Vergleich dazu, wenn ich mir im Detail anschaue, was so eine App dann wirklich für mich, für meine Rechte bedeutet, dann sehe ich das, also das steht auf einem anderen Stern sozusagen. Also für mich ist es ganz persönlich eigentlich etwas, das ich sehr gerne machen würde. Und natürlich würde ich das lieber dezentral machen, wie Sie schon gesagt haben. Und da müssen wir sicher auch auf politischer Ebene die entsprechenden Infrastrukturen und Hebel in Bewegung setzen. Aber ich finde das eben im Kontext steht das auf ganz anderen Verhältnissen. Also hier im Chat wurde auch nochmal angefügt, dass es natürlich auch, okay, das geht ja von der Grundrechtsfrage weg, aber dass es natürlich darum geht, alle Daten, die man weggibt und die personalisiert werden können, dass sie nicht mehr die eigenen Daten sind und gegen einen selbst verwendet werden können. Ich glaube, das ist ja das klassische Argument eben, womit dann das gekontert wird über, ja, aber das sind anonymisierte Daten oder pseudonymisiert. Vielleicht kann man das auch nochmal kurz klären. Gibt es überhaupt anonyme Daten? Also das müssen Sie, Herr Breidenbrücker, ja wissen. Gibt es das? Also ist das nicht ein Widerspruch in sich? Ja, wie man es nimmt. Ja, es gibt verschiedenste Verfahren, von Zero Knowledge Proof bis was weiß ich wohin, damit es genau das gibt. Ja. Aber ist natürlich, ja, also irgendwie, das traut sich ja nicht mal sozusagen der Chaos Computer Club hier irgendwem einen Stempel von 100%iger Sicherheit zu geben. Ja. Ich glaube, da besteht natürlich immer die Gefahr, dass es Data Leaks etc. etc. Sachen gehackt werden. Nur ich glaube, das Thema im Moment ist, wir versuchen ja alle die höchstmöglichen Sicherheitsstandards anzuwenden. Ja? Aber was im Moment stattfindet, ist ja darüber hinaus eine Diskussion, ja, wo sind denn diese Daten und sozusagen, wer hat Zugriff auf diese Daten, weil sie eben zentralisiert sind. Ich möchte nicht, dass der deutsche Staat, österreichische oder irgendein Staat sozusagen meine Daten hat. Ja? Und das ist einfach auch, das finde ich völlig gerecht, das ist ein Haltungsthema. Ja? Und das blockiert, finde ich, die Diskussion gerade massiv. Da geht es nicht um Rechte, sondern einfach nur, wo ist denn das? Wer ist es zentralisiert? Wenn es das ist, dann fühlt sich das irgendwie schlecht an. Da bin ich dagegen mal als Bürger grundsätzlich. Ja, wobei, okay, da würden wir zu sehr in diese Daten, in diese App-Geschichte nochmal einsteigen, aber das ist ja, das wird sich ja gerade rausstellen, wenn man auf diese Corona-Datenspende guckt, wie schnell gestern 50.000 Menschen offenbar gleich mitgemacht haben, gibt es ja jetzt gerade so einen seltsamen Switch, also zwar einerseits die Frage, was passiert denn mit meinen Daten und andererseits aber natürlich wahrscheinlich, vielleicht im Moment, nur gefühlte, kann man noch nicht nachweisen, aber Bereitwilligkeit auch einfach zu sagen, mir jetzt wurscht, diese Pandemie ist total, die steht vor meiner Haustür, ich mach mit, ist mir vielleicht auch egal, ob wo die Daten am Ende landen, weil die Angst oder diese Unsicherheit so groß sind. Das ist nur so eine halbgute Überleitung vielleicht natürlich dazu, dass sich auch Edward Snowden logischerweise in solche Diskussionen schon eingeschleust hat oder zumindest Statements hinterlassen hat, dass er Angst hat, dass Überwachungsmechanismen eingeführt werden, die man dann nicht mehr zurückdrehen kann. Und natürlich macht er den Link zu 9/11. Ist das... Das wollte ich eigentlich Frau Wuppen fragen, aber das Bild sieht so komisch aus, deswegen weiß ich gar nicht, ob sie noch da ist, ob das zu hoch gegriffen ist, quasi diese Frage danach, oder ob das tatsächlich natürlich auch was ist, was die Datenethikkommission bespricht. Ja, ich weiß es nicht. Also zwischendurch ist mein Computer zusammengebrochen. Für mich wurde alles schwarz. Ah, da sind Sie wieder. Aber Sie sehen ganz normal aus. Gut, Sie sitzen prima. Vor Ihrem Bücherregal, ist alles gut. Ich habe meinen anderen Computer reaktiviert und deswegen bin ich jetzt wieder drin. Okay, sehr gut. Ja, solche Abwägungen muss man treffen, das ist vollkommen klar. Es muss ganz klare Regelungen geben, wann bestimmte Eingriffe auch beendet sind wieder und wie dann mit den Daten umgegangen wird. Aber ich meine, wir müssen ja jetzt mal nicht so tun, als gäbe es keine Datenschutzgrundverordnung. Und die Datenethikkommission hat gesagt, also natürlich gibt es da noch manches, was man beobachten muss und bei der Evaluation zu berücksichtigen ist. Aber wir haben da vor allen Dingen mal ein Vollzugsdefizit bei der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Mhm.
Und das Zweite ist, dass wir ja jetzt hier im Bereich des Gesundheitswesens bewegen und da gibt es ja auch noch andere Dinge wie die Medizinprodukteverordnung. Manche Software fällt unter die Medizinprodukteverordnung etc. Da haben wir ja auch Vorschriften, die einzuhalten sind und Maßstäbe. Manchmal tut man jetzt so, als hätten wir, würden wir jetzt völlig von Anfang von neu zu diskutieren, aber so ist es ja gar nicht. Teilen Sie übrigens meine Einschätzung, dass Menschen sich anders verhalten bei der Frage nach der App zum Beispiel, ob man die installieren kann oder nicht, ob das datenschutzmäßig in Ordnung ist und so weiter, wo die Daten gespeichert sind. Jetzt, wenn es im Zuge so einer Pandemie, wenn im Zuge einer solchen Pandemie, um es richtig zu formulieren, so etwas entwickelt wird, weil man dann vielleicht die möglichen Bedenken schneller über Bord wirft und sagt, egal, ich mache jetzt einfach mit. Einfach nur mal darauf hinweisen, dass diese Bedenken ehrlich gesagt ja auch nicht gerade so intensiv sind, wenn man Facebook, ja, Google stimmt. und so weiter ja, nutzt. Ja. Also ich meine, jetzt hat man hier einen Zweck, der ja erstmal gut ist vom Grundsatz her. Und ich sehe hier jetzt keine besondere Gefährdung im Vergleich zu dem, was Menschen sowieso schon den ganzen Tag im digitalen Raum an einer gewissen Bedenkenlosigkeit vielleicht an den Tag legen. Mir ist auch lustig, das sagen wir im Google Meet Chat. Egal, okay, das ist nur in Klammern, da haben Sie natürlich recht. Ich glaube, ich habe noch was im Chat gesehen, oder? Was ist da was ich jetzt übersehen habe, weil da passierte noch mal was? Ich kann ja noch mal wissen, ne? Weiter oben war die Frage nach der Position des Ethikrats. Manusha Shamsrisi hatte einiges zugeschrieben. Vielleicht kannst du die Leute auch aktiv dann einbinden, wenn sie was noch mal formulieren wollen. Ja, sehr gerne. Also wollen wir das gleich so machen. Ich bin noch nicht so, wie gesagt, habt ihr ja schon gemerkt, allesamt noch nicht so Google Meet Videokonferenz vor Publikum geübt. Deswegen würden wir einfach zum Beispiel Manusha Shamsrisi anfragen, ob er Lust hat, was zu sagen, so richtig mit Bild und so. Oder soll ich einfach die Frage formulieren? Wie geht es richtig? Wie ist es am geschmeidigsten? Wenn Manusha sich jetzt meldet und sein Video anschaltet, kann er, denke ich, das auch selbst formulieren. Gut, bitteschön. Wenn nichts passiert, lesen wir es vor. Geben wir ihm noch 5 Sekunden. 4, 3, da. Jedenfalls hat er geschrieben, dass er es gerne machen möchte. Ja, da ist er auch. Ich sehe ihn. Ich nicht. Hallo. Hallo, moin. Hört man mich? Wow, guten Tag. Hallo. Besuch im Chat, sehr schön. Haben wir alle gegrüßt, genau. Also zunächst einmal herzlichen Dank. Das ist eine tolle Diskussion auf tollem Niveau. Entschuldigung, ich gehöre zu denen, die jetzt auch offensichtlich seit 3 Wochen keinen Barbiertermin bekommen haben. Also bitte das zu entschuldigen. Alles top. Ich hatte das ein bisschen zusammengeschrieben. Mich interessiert tatsächlich die europäische Dimension, zumal wir ja jemanden bei uns haben, die dazu eine ganze Menge möglicherweise sagen kann, weil für viele dieser Grundrechte, Menschenrechte, wie auch immer quasi man sie klassifizieren möchte, über die wir hier sprechen, werden ja zum einen national sichergestellt und als Anspruch irgendwie angeboten, aber eben ja zum Teil auch supranational, europäische Verordnungen und Grundlagendokumente. Und die Sorge, die ja im Raum steht, wäre, dass quasi der Diskurs, wie wir ihn jetzt führen, ein relativ harmloser ist. Also quasi, wenn man jetzt nicht grundlegend unterstellt, dass die Bundesrepublik jetzt oder in den nächsten Monaten von Verfassungsfeinden regiert wird, dann quasi darf man ja hoffen, dass die Abwägungen, die jetzt irgendwie hier schon besprochen wurden, auch weiter stattfinden und dann irgendwann die Grundrechtseingriffe auch wieder rückabgewickelt werden, da wo es Sinn macht. Und wir haben ja dieses Leopoldina Paper irgendwie schon genannt bekommen. In anderen europäischen Ländern ist das ja womöglich anders. Die Sorge, die mich jetzt umhertreibt und ich glaube viele andere auch, ist, wie gehen wir denn damit um und wie positionieren wir uns jetzt gegenüber autokratischen oder quasi autokratischen Staaten, die ehrlicherweise, ich formuliere es mal ganz plastisch, womöglich sich gar nicht haben vorstellen können, dass Ostern und Weihnachten so früh kommen in diesem Jahr und die Gelegenheiten jetzt quasi mit vollen Händen ausschöpfen,
um in Journalismus oder Ähnliches quasi auch einzugreifen, Versammlungsfreiheit und so weiter, mit dem Unterschied zu uns, dass da die Sorge berechtigt sein könnte, dass das niemals rückabgewickelt wird. Also die Frage, wie greifen wir und welche moralischen Pflichten ergeben sich womöglich auch für uns über eine europäische Ebene auch anderswo in die Diskurse einzugreifen und zu sagen, so geht's nicht. Das wäre für mich so eine Frage, die mich interessiert. Und als zweites nur noch mal eine Anmerkung, falls das gestattet ist. Ich glaube, man darf bei all dem auch nicht, und ich habe das Gefühl, das passiert relativ schnell, wenn man quasi einigermaßen geschützt im Homeoffice sitzt. Ich komme nun aus einer Ärztefamilie. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, warum diese Grundrechtseingriffe alle stattgefunden haben. Also da draußen sterben noch immer Menschen und werden Menschen sterben. Und in dem Moment, in dem quasi Leid und Tod vermeidbar sind durch das Handeln Einzelner oder Staaten, ergibt sich jedenfalls für mich als großen Rawls-Fan auch eine Pflicht, quasi auf gewisse Freiheitsrechte zu verzichten, quasi, weil ehrlicherweise nicht die Freiheit zum Leben, die gibt es auch, und abseits von allgemeinen Lebensrisiken, es ist eben kein allgemeines Lebensrisiko, meine ich, wenn mich jemand anhustet, der es auch hätte nicht tun können, wenn er zu Hause geblieben wäre. Also die Dramatik gerät schnell im akademischen Diskurs quasi außer Sicht, aber wenn man mit Ärzten und Pflegern spricht, denen sterben die Leute tatsächlich weg, und zum Teil wäre es halt verhinderbar gewesen durch das Handeln Dritter, und die haben dann schon moralische Pflichten, meine ich. Ja. Super, der Chat hat schon gesagt, super Frage zu dieser Frage, wie positionieren wir uns auch mit... Okay, ich versuche die auf jeden Fall rauszunehmen. Nee, alles gut, jetzt geht ja gleich, ich switche jetzt eh über zu Frau Wopen, die garantiert dazu was sagen kann zu der Frage, eben wie man sich positioniert, auch mit Blick auf andere Staaten, in denen eben so Grundrechtseinschränkungen passieren, die möglicherweise nicht so ausdiskutiert und wieder zurückgenommen werden können, Frau Wopen. Ja, also der Europäische Ethikrat, Sie finden das im Internet unter European Group on Ethics in Science and New Technologies, kurz abgekürzt EGE, hat in der Kurzstellungnahme auf all diese Punkte eben tatsächlich auch hingewiesen. Es ist vollkommen richtig, dass wir hier in Deutschland sehr froh sein können, dass wir eine Regierung haben, die fest zu den freiheitlich-demokratischen Grundsätzen steht. Das, was also jetzt an Grundrechtseingriffen passiert, dürfen wir doch wirklich mit guten Gründen darauf vertrauen, dass das dann auch rechtzeitig wieder zurückgenommen wird. Wenn man sich aber solche Staaten wie Ungarn anschaut, kann man sich nicht mehr so sicher sein, ob da bestimmte Machtanhäufungen auch wirklich wieder zurückgeführt werden. Wir haben in Europa tatsächlich auch die Verantwortung auf einer Europäischen Kommission, und es wird auch getan, in solchen Staaten darauf zu achten, dass die Rechtsstaatlichkeit in einer Art und Weise gewahrt wird, dass die Zugehörigkeit zur Europäischen Union gerechtfertigt ist. Es gibt da Mindeststandards. Und die Europäische Union hat die Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten, die sind einzuhalten, und die unterscheiden sich tatsächlich ja nicht wesentlich von der deutschen Verfassung. Also das darf man gut in einem Atemzug nennen, sodass wir eine europaweite Geltung dieser Grundrechte haben, wenn auch rechtlich dann im Detail anders aufgehängt. Bei der Abwägung ist es tatsächlich so, dass es keinen Zweck hat, beispielsweise Menschenleben gegen Wirtschaft zu verrechnen. Ja, das ist ein Kategorienfehler. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir wirklich darauf schauen müssen, was alles das, was jetzt passiert, mit den Menschen tatsächlich macht. Und das Leben ist ein fundamentales Gut. Das höchste Gut ist aber die Freiheit. Um aber überhaupt frei sein zu können, muss man erst mal leben. Also insofern ist es ein grundlegendes Gut. Jetzt riskieren wir aber das Leben in vielerlei Hinsicht jeden Tag. Ja, wer ins Auto steigt, riskiert sein Leben. Und zwar mehr, als wenn er ins Flugzeug steigt. Und das nehmen wir in Kauf. Jetzt hat die Pandemie eine ganz andere Dimension. Ich will das nicht wirklich unmittelbar vergleichen. Ich möchte nochmal das Bewusstsein dafür wecken, dass wir solche Abwägungen ohnehin schon jeden Tag tun. Wir haben dann im Auto die Gurtpflicht, um das zu minimieren etc. Und das können wir eben in einer Pandemie auch tun. Deswegen halte ich auch eine Maskenpflicht für den geringeren Eingriff, auch wenn sie keinen hundertprozentigen Schutz bietet. Weder für den anderen noch für mich selber. Für mich selber dann offenbar je nach Maskenart
viel weniger, dann ist sie doch einer der Beiträge dafür, das Risiko zu minimieren. Der Europäische Ethikrat hat aber auch gesagt, dass das Schlimmste, was aus dieser Krise kommen könnte in einer systemorientierten Sicht, wäre, wenn wir uns an die Einschränkung wesentlicher Grundrechte und Freiheiten als das neue Normal gewöhnen. Ja, und auch diese Diskussionen können wir im Internet schon oder auch in den sozialen Medien beobachten, dass Menschen mit dieser Einschränkung so wenig Probleme haben, dass mich das auch schon kritisch stimmt. Ja, also da die richtige Balance zu finden und auch die gesellschaftliche Diskussion zu beobachten, halte ich für richtig. Und wir haben im Moment nicht nur das Risiko für das Leben von Covid-19-Erkrankten, sondern wir haben häusliche Gewalt, Kindesmissbrauch, Suizidalität, Verzweiflung wegen Arbeitslosigkeit. Also diese Not müssen wir schon auch mit im Blick behalten. Ich lasse das mal einfach so stehen, weil da sind so viele Punkte drin, die, glaube ich, nochmal auf einer anderen Ebene stattfinden, als das, was ich parallel versucht habe, im Chat noch nachzuvollziehen. Da könnte mir Michael Breidenbrücker vielleicht sogar direkt helfen. Also ihr habt nochmal parallel technisches diskutiert, oder gibt es noch irgendwas, woran man Anteil haben könnte, das nochmal zu diesen ganzen Grundrechtsfragen passt? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, wir haben da nur ein bisschen rumgechattet. Also ich bin jetzt wieder so eine Lehrerin und sage, ich habe doch gesehen, da wurde doch parallel was gechattet. Ja, ja. So mache ich das überhaupt gechattet. Nicht, sondern nur, ob da noch eine Frage war, die auch nochmal für hier die Runde interessant sein könnte. Tatsächlich gibt es, dieses von Oliver Germer, wie sieht es mit digitalen Bewegungsprofilen aus? Und jetzt möchte Oliver Germer das vielleicht ausführen, was damit genau gemeint ist, in welchem Kontext. Ich rufe jetzt einfach nochmal so auf, ich habe das jetzt gelernt, wie das geht. Oliver Germer, bitte in den Chat. Wenn. Ja, und er ist auch da und funktioniert. Und Problematik des fehlenden Erkers. Grundlegende Fragestellung, Problematik ist ja, dass wir zweifelsohne befinden wir uns jetzt in einer akuten, aktuellen Krise, aber die Diskussion, die Essenz dieser Diskussion ist ja nichts Neues, weil wir bewegen uns jetzt an einer Diskussion, wie viel Überwachungsstaat ist jetzt zulässig, wird akzeptiert und wie viel Überwachungsstaat wird nach der Krise übrig bleiben. Und wir sehen eben halt, ich hatte vorhin im Chat dieses Beispiel aus der Heise-Meldung gebracht, dass eben halt Daten von, das ist meine Tochter im Hintergrund übrigens, dass Daten der Gesundheitsämter an Polizeiorganisationen weitergegeben wurden. Das ist jetzt nur ein Datenpunkt, aber der es für mich treffend auf den Punkt bringt, dass eben halt das Datensammelinteresse insgesamt eben halt ein hohes ist auf staatlicher Seite, dass eben halt Möglichkeiten genutzt werden, wenn sie sich ergeben. Und die Frage ist, wenn die Krise abebbt und wie kriegen wir diese Problematiken wieder zurückgedreht? Oder haben wir jetzt Türen geöffnet, die sich nicht wieder schließen lassen? Haben wir ein neues Normal definiert? Tja. Gute Frage. Also ich weiß gar nicht, vielleicht geht die auch nochmal an Malte Spitz, oder also sie schließt ja auch an das an, was Christiane Wuppen gesagt hat, dass es tatsächlich ja erkennbar ist, dass es auch Leute gibt, die sich mit den Einschränkungen eigentlich gar nicht so schwer tun und man da aufpassen muss. Vielleicht passt es auch zu dem, was ich vorhin erwähnt habe, was ich in der SZ war, in einem Artikel gelesen habe, wo quasi nochmal die Organisationen wie Netzpolitik etc. angesprochen wurden, die quasi mit darauf achten sollen, dass nicht solche überwachungsstaatlichen Situationen entstehen. Aber dass dieses sehr offene, kriegt man das alles wieder zurückgedreht, Malte Spitz, kann man das irgendwie beruhigen durch irgendwas? Ja. Ich glaube, dass man zum einen auch noch klagen muss, also im Zweifel schauen muss, ob aktuelle Einschränkungen nicht wirklich unverhältnismäßig waren. Das ist manchmal nicht auf die Schnelle zu klären, also innerhalb von 2 Tagen oder so, sondern bei einzelnen Fragen quasi muss man es vielleicht später feststellen. Und da ist, glaube ich, der
Klageweg hilfreich, dass man gegen einzelne Maßnahmen quasi vorgeht, um dann zumindest später diese Abwägung zu haben, war das noch in Ordnung oder nicht? Also ein klassischer Punkt, würde ich sagen, ist das ganze Thema Versammlungsfreiheit, wo wir aktuell wirklich heftigste Einschränkungen sehen, wo man, glaube ich, später nochmal klären muss, ob das wirklich in allen Fällen so zweckmäßig war und überhaupt zulässig war. Zwei spezifische Punkte, die eben schon angesprochene Übermittlung von infizierten Listen an die Polizei halte ich für unzulässig, halte ich für total unverhältnismäßig, warum die Polizei quasi vor Ort automatisch informiert werden sollte, ob jemand infiziert ist oder auch nicht. Das wäre im Zweifel irgendwie in Ordnung, wenn jemand ins Gefängnis kommen quasi würde, dass man dann eine extra Information erhalten könnte. Aber so ganz allgemein halte ich das für rechtswidrig. Und eine zweite Frage, die wir, glaube ich, eher in Zukunft sehen werden, ist die stärkere Frage von Kontrolle von Einschränkungen. Also haben wir zukünftig vielleicht noch eine zusätzliche App, die zum Beispiel kontrolliert, ob ich mich als Infizierter wirklich zu Hause aufhalte. Das ist ja so eine klassische Frage. Eigentlich ist die Ansage, dass man 2 Wochen zu Hause bleiben soll. Natürlich, wenn es entsprechend heftigere Auswirkungen gibt, dass man natürlich dann auch zum Arzt gehen sollte, aber ansonsten bleibt man zu Hause. Und da ist natürlich schon die Frage, ob man sowas später auch dann kontrolliert, beispielsweise als App, die dann kontrolliert, habe ich mein Zuhause verlassen, war ich zum Beispiel spazieren oder ähnliches, was ja relativ einfach möglich wäre. Und das sind, glaube ich, Punkte, wo man wirklich aufpassen muss, dass da nicht eine Unverhältnismäßigkeit eintritt und dass dadurch dann auch so eine gewisse Normalität eintritt für Kontrolle eines Individuums wirklich. Und das ist was, wo man wirklich aufpassen muss. Aktuell haben wir sowas noch nicht. Aber ich glaube, das ist im Zweifel auch nur eine Frage der Zeit. Das sind so wahnsinnig viele Fragen, dass ich jetzt so eine doofe Abmoderation am liebsten machen würde. Sowas wie, ja, müssen wir nochmal 20 Mal drüber sprechen, und würden wir wahrscheinlich auch. Aber was ich trotzdem noch als letztes nochmal an Frau Ruppen, oder welche Frage ich nochmal an Frau Ruppen gerne stellen oder richten würde, ist, dass mich das schon nochmal gerade betroffen gemacht hat, als einer unserer zusätzlichen Gäste eben gesagt hat, das ist natürlich auch, wir reden hier so aus unseren Homeoffices heraus und stellen so Fragen, die man natürlich irgendwie stellen muss, logischerweise. Und Gott sei Dank funktioniert diese Gesellschaft in Deutschland so, dass man diese Fragen stellt. Aber gleichzeitig sind da natürlich sehr viele Menschen gerade sehr nah an der Pandemie dran, Ärzte, Pfleger etc., die wahrscheinlich denken, hey, ja, könnt ihr euren Diskurs vielleicht mal verschieben und jetzt erstmal schnell Dinge tun, damit es einfach läuft und damit es besser läuft und nicht uns alles zusammenbricht. Verstehen Sie auch diesen Einwurf?
Ja, den Einwurf verstehe ich sehr gut. Ich glaube nur nicht, dass man die gegeneinander in Stellung bringen muss. Wir brauchen diese Debatte, aber wir brauchen natürlich jetzt auch klare Taten, um diese Grundrechtseingriffe zurückzuführen und das vorzubereiten, wie man das macht. Ja, das ist eben, das haben wir ja gesehen, ausgesprochen komplex. Und natürlich muss man dafür, also lassen Sie mich mal einen etwas blöden und ja, schwierigen Vergleich machen. Ja, aber wir sind ja, und ich mag diese Kriegsrhetorik wirklich nicht, ich möchte jetzt immer vergleichen, in einem Krieg haben wir einen Krisenstab. Ja, da haben wir eine Einsatzzentrale, die alles beobachtet. Etwas Gleiches für friedliche Zeiten wünsche ich mir jetzt in der Pandemie auch. Ja, wir haben zwar eine offene Debatte und viele Wissenschaftler äußern sich, viele Bürger äußern sich, die sozialen Medien spielen eine große Rolle jetzt auch in der Verständigung. Aber wir brauchen eben auch die klaren Taten, die Strukturen dafür, dass wir wirklich mit dem guten Vertrauen in die Zukunft gehen können, dass diese Epidemie, dass der kraftvoll entgegengetreten wird. Nehme ich jetzt als Schlusswort und hoffe, alle sind damit einverstanden und dass es eh klar ist, dass man das noch 3 Stunden weiter oder 3 Wochen weiter besprechen kann. Das haben wir jetzt alle, glaube ich, uns auch schon gesagt, aber zumindest viele, also finde ich zumindest viele neue Gedankengänge oder auch Baustellen oder auch vielleicht anfängliche Lösungen haben wir, glaube ich, jetzt hier in 1 Stunde und 15 Minuten zusammengebracht. Ich bedanke mich sehr bei Christiane Wuppen, bei Michael Breidenbrücker und bei Malte Spitz. Ich weise hin auf die nächste digitale Lunch-Session mit Wolf Lotter und Christine Watti. Bin ich zufälligerweise am 28. April um 12 Uhr. Und wer noch nicht auf dem Lab-Verteiler steht, aber gerne über solche Veranstaltungen informiert sein möchte, der kann sich unter dem Link eintragen, den Miriam Büttner gleich in den Chat hineinschreibt. So, das war die Orga-Geschichten. Vielen Dank auch für natürlich dieses sehr, sehr zahlreiche Publikum, für die Anstöße, die da jetzt nochmal im Chat kamen, und alles Gute. Ja. Bleiben Sie gesund, soll man das sagen? Ja, ne? Das ist so ein bisschen, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund. Ich hoffe, es geht allen gut. Alles Gute. Dem schließe ich mich an. Bleiben Sie gesund. Ganz herzlichen Dank auch an dich, Christine Watti, dass du uns so toll durch diese Stunde gebracht hast. Ganz herzlichen Dank an unsere Referentinnen und Referenten. Ganz herzlichen Dank auch an Miriam Büttner, die das mit mir im Hintergrund organisiert hat, unser Treffen heute. Wir waren in der Spitze, fast 100 Teilnehmer heute. Das heißt, das Thema haben wir gesehen, ist auch für die Gesellschaft sehr relevant. Wir würden gerne von Ihnen natürlich auch Feedback hören, liebe Gäste, liebe Zuhörer, wie Sie unsere Reihe finden, die wir jetzt ganz spontan eingerichtet haben. Kommen Sie auf uns zu, schreiben Sie uns in den Chat oder nachher per E-Mail auch Anregungen für weitere Themen, die wir behandeln sollten. Wir wollen das jetzt alle 1 bis 2 Wochen einmal mittags hier veranstalten und bleiben Sie uns dafür treu. Ganz herzlichen Dank schon mal auch von meiner Seite. Habe ich was vergessen, Miriam? Dann verabschieden wir uns. Nehmen Sie jetzt Ihr echtes Lunch gerne ein. Keiner soll verhungern, denn bleiben Sie gesund. Das ist auch mein Schluss an dieser Stelle. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Wiedersehen. Ja, das war die 2. Lunch-Session. Wir beenden jetzt auch die Aufnahme. Kommen Sie gut durch den Tag. Ganz herzlichen Dank auch nochmal von meiner Seite.